Heute zeige ich dir mal, wie du wirklich Geld sparen kannst, aber dazu später mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und nach dem Intro geht's wie immer los. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Das ist hier das monatliche Format, was immer zum ersten bzw. so Anfang des Monats rauskommt, das 5-Minuten-Update. Und in den 5-Minuten-Updates geht es darum, rund um den Kanal News, es werden Gewinne aufgelöst, es werden Sachen verlost und damit fange ich auch immer an, als allererstes, und zwar mit der Mr. Handwerk-Tasse. Die gibt es einmal in Rot und einmal in Schwarz, könnt ihr gewinnen. Den Gewinner vom letzten Mal blende ich hier ein, zack. Was musst du machen? Ganz einfach einen Kommentar da lassen mit Hashtag Tasse. Und dieses Mal möchte ich von dir wissen, wie oder seit wann schaust du den YouTube-Kanal Mr. Handwerk und was war dein erstes Video? Das würde mich mal interessieren, wie du auf den Kanal gestoßen bist. Und dann mit etwas Glück siehst du dich im nächsten Monat und gewinnst entweder eine rote oder eine schwarze Tasse. Und zu jedem Gewinn gibt es natürlich eine Autogrammkarte von mir signiert und einen Sticker oder Aufkleber. Hier schreibe ich immer Mr. Handwerk drauf. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt meinen Namen Sebastian stehen haben wollt oder Mr. Handwerk. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, machen wir gleich weiter. Es hatte im letzten Monat viel Verlust gehabt und das möchte ich jetzt einfach mal loswerden, bevor ich anfange mit den Spartipps. Mir ist es heute so spontan eingefallen, dass ich euch das mal nahe bringen kann, denn jetzt fängt ja die kalte Jahreszeit wieder an, aber dazu gleich mehr. Ich hatte im letzten Update diesen Tellerschleifer hier verlost gehabt. Den Gewinner blende ich jetzt auch hier ein. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein kleiner Tellerschleifer von Parkside mit einer Telleraufnahme von 125 mm. Ist ein tolles Tool, vielleicht nicht gerade für den Profi, aber ich habe viele, viele tolle Kommentare gelesen, was ihr mit dieser Maschine macht und dass die wirklich sehr, sehr nützlich ist. Liegt, glaube ich, bei 25 Euro so in etwa. Ja, viel Spaß damit. Als nächstes hatte ich in Zusammenarbeit mit der Firma Presto drei Produkte verlost. Und zwar einmal ein Felgenreparaturset. Darüber gibt es auch ein extra Video. Findest du alles unten in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video unter mehr sehen oder mehr ansehen. Da kannst du direkt alles anschauen. Und dort findest du auch dieses Set hier. Das Video verlinke ich dir hier mal oben mal. Ganz, ganz einfach. Und damit kannst du deine Sommerreifen oder Winterfelgen oder Sommerfelgen jetzt reparieren, wenn du ein, zwei kleine Kratzer hast. Ein ganz, ganz tolles Set. Und ist eigentlich auch alles mit dabei. Füller, Felgenspray, Alu-Spachtel, Handschuhe und eine Bedienungsanleitung. Aber dazu hast du ja das Video. Dann hatte ich eine Grundierung verlost gehabt, eine Epoxy-Grundierung. Die ist, glaube ich, Anfang des Jahres rausgekommen oder letztes Jahr. Das weiß ich leider nicht mehr so genau. Ist eine tolle Grundierung, eine Universal-Grundierung, kann man sagen. Den Gewinner blende ich jetzt auch hier ein. Herzlichen Glückwunsch. Und zu guter Letzt haben wir, davon habe ich mittlerweile ganz, ganz viele Dosen, ein Holzspachtel haben wir auch verlost. Den Gewinner blende ich auch hier ein. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei Gewinner, sowie auch die anderen. Teilt mir bitte eure deutsche Lieferanschrift mit, beziehungsweise meldet euch bei mir. Unten in der Videobeschreibung findest du meine E-Mail-Adresse. Und für die Gewinner von Presto, die Daten leite ich dann weiter, eure Kontaktdaten bzw. eure E-Mail-Adresse, und dann wird sich die Hanna mit euch in Verbindung setzen und die wird euch dann direkt die Sachen aus dem Werk zu euch schicken. Ja, so sieht's aus. Und im letzten 5-Minuten-Update, das werde ich mir hier oben verlinken, hatte ich das Thema Parkside angeschnitten, beziehungsweise das ist ja schon recht ein großes Thema bei mir geworden. Und mittlerweile sind auch alle Produkte angekommen. Ich habe mir jetzt ein Bohrschleifgerät nochmal extra bestellt. Vorweg hatte ich eine Schärfstation getestet gehabt und eine Tauchkreissäge und ein Abrichtdickenhobel. Drei Produkte, die ich nochmal mit euch durchgehen möchte. Alle Produkte findest du nochmal unten, falls es dich interessiert. Und die werden jetzt dieses Jahr nochmal rauskommen. Ein Test-Unboxing-Video. Und viele haben sich, oder beziehungsweise ich habe so ein, zwei Kommentare gelesen zum Thema Werbevideos, es gibt keine Bauprojekte mehr und so weiter und so fort. Ja, es gab dieses Jahr weniger Bauprojekte als sonst, das gebe ich euch recht. Aber ihr wollt doch nicht immer 10 Bänke sehen oder immer und immer wieder das gleiche Möbelstück. Beispielsweise steht jetzt noch in Planung mit Steffi zusammen
eine tolle Kommode, wie wir auch im letzten Jahr oder Anfang des Jahres gebaut haben, so eine Sitzkommode. Ich weiß nicht, wollt ihr sowas sehen oder soll ich daraus nicht ein DIY machen, sondern soll ich vielleicht speziell auf Topfbänder drauf eingehen oder speziell auf den Korpusbau? Also, dass wir nicht das Möbelstück an sich zeigen, sondern dass es nur so nebenbei gezeigt wird. Das kann ich euch zeigen. Ansonsten gebe ich euch vollkommen recht, es gibt mehr Produkte hier, aber ihr zeigt auch viel mehr Interesse daran, anstatt jetzt ein DIY-Projekt. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, was willst du lieber sehen, dann lass mir doch bitte einen Kommentar da, dann kann ich mich vielleicht darauf einstellen. Es gibt jetzt auch in nächster Zeit, wird es mehr Projekte geben, beispielsweise Boden verlegen, Trennwände ziehen, Riegels anbringen und so weiter und so fort. Also dieser Kanal Mr. Handwerk beinhaltet nicht nur Holzprojekte. Es ist halt so ein ganz, ganz großen Umfang, den ich bedienen möchte, und ich möchte mich nicht so einschränken. Es kann sein, dass es meine Zeit lang nur Holzprojekte gibt, und es kann auch sein, dass es nur Projekte gibt im Gartenbereich. Also bitte nicht traurig sein oder enttäuscht sein, wenn das mal so ein bisschen einseitig läuft. So, und jetzt kommen wir, was ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte, ist, es gibt ein neues Produkt, eine Weltneuheit quasi von der Firma Ruco. Ihr wisst, Ruco ist mein Partner und deswegen präsentiere ich euch auch das. Und das sind neue Stufenbohrer. Die sind richtig, richtig geil. Damit habe ich einmal schon mitgearbeitet. Ich bin nämlich gerade am Überlegen. Also ich möchte eine Uhr bauen damit. Und das, dieses Tool eignet sich hervorragend damit. Und die sind richtig, richtig scharf. Ich hatte vor, ich glaube, ein, zwei Videos hatte ich mich auch mal live geschnitten gehabt. Da habe ich so einen Bohrer mal, also wenn man mit bohrt, dann ist der ja ein bisschen dreckig. Und ich bin halt so ein Typ, ich halt mein Werkzeug recht sauber, und dann wollte ich das sauber wischen, habe mich dabei geschnitten. Sehr, sehr scharf, und ja, die sind neu auf dem Markt, wollte ich euch mal zeigen. Wenn du Interesse hast, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du ganz viel dazu. So, und jetzt kommen wir zu diesen Tipps, wo du wirklich Geld sparen kannst. Und zwar ist das ganz, ganz einfach. Ich hatte, oder im Lauf meiner YouTube-Karriere, beziehungsweise mein Channel beinhaltet ganz, ganz viele Videos davon, und die werde ich auch unten verlinken. Ich hatte letztens beispielsweise von euch oder euch gezeigt gehabt bei einer Stahlzange, wie ihr das Gummi tauschen könnt, wenn es kaputt geht. Gegangen ist, porös geworden ist, wenn die Tür zieht oder undicht ist. Das Video wirst du unten finden, und dazu gibt es auch ein Video beispielsweise, wenn deine Haustür, Wohnungseingangstür, Abschlusstür undicht ist, unten zieht, darüber gibt es auch ein Video, wie du dir eine Schallex installieren kannst. Das ist eine Lippe, die automatisch absinkt oder ja runterfährt, sobald du die Tür schließt. Keine Angst, kostet kein Vermögen, ist wirklich erschwinglich und ganz, ganz einfach, und damit kannst du auch ganz, ganz viele Heizkosten sparen. Dann gibt es zwei Videos oder drei Videos im Bereich Fenster, wie du Fenster einstellen kannst und warten kannst. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, einfach auf Heizkosten, dass ihr die sparen könnt oder senken könnt. Denn ich hatte nämlich jetzt, musste ich nachzahlen vom letzten Jahr. Komischerweise steigt jetzt alles in die Höhe, und da dachte ich mir, das passt super jetzt hier zu diesem Kanal, oder wie du einen Heizkörper oder einen Heizkörper anlüften kannst. Denn wenn viel Luft im Heizkörper ist, wärmt er oder kann er nicht 100% Leistung abgeben, und dadurch hast du dann auch wieder einen höheren Energieverbrauch bzw. Gasverbrauch und so weiter und so fort. Alle Videos zu diesem Thema Energiesparen, wie du eine Tür einstellen kannst, wie du deine Dichtung wechseln kannst, wie du deine Zimmertür warten kannst und einstellen kannst und eine Dichtung extra anbringen kannst, die findest du alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist so mein Spartipp, den ich dir jetzt geben kann. Mach das jetzt im November, jetzt ist ja noch halbwegs mild, und vielleicht musst du im nächsten Jahr nichts nachzahlen, weil plus minus null, oder vielleicht kriegst du auch wieder was zurück. Und das war es auch von diesem 5-Minuten-Update. Ich habe mich dieses Mal wirklich ganz, ganz kurz gehalten. Für alle Neulinge, schaut doch mal bei Instagram vorbei. Dort kriegt ihr eigentlich exklusive Bilder von Projekten, die noch gar nicht hier erschienen sind auf YouTube. Folgt uns auch dort, also Steffi und mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Da gibt es eine neue Folge Mr. Handwerk, ein neues, spannendes Projekt. Wenn ich schaffe, wird ein richtig, richtig toller Wagen online kommen, oder eine Trennwand oder ein Bodenbelag oder ich weiß noch nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich weiß es selber auch noch nicht. Bis dahin, euer Sebastian, hört sich besser an. Und wie gesagt, alle Infos zu diesem Video, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, findest du unten. Und vergisst bitte nicht, das Kommentar zu schreiben, wie du auf diesem YouTube-Kanal Mr. Handwerk gefunden hast und wann das ungefähr war. So, ciao.